Krass, ich lebe! Meine Arme, meine Beine und den Afro habe ich auch noch. Freut mich, dass ich dich zurück unter die Lebenden holen konnte. Aber hallo, danke, Mann. Wow, das ist doch eine Uniform der Union, oder? Ja, genau genommen von der Dienstaufsicht. Was? Du hast mich nur wieder zum Leben erweckt, damit du mich ins Gefängnis stecken kannst? Eigentlich nicht. Wenn du dich umsiehst, wird dir auffallen, dass wir hier in dieser Höhle festsitzen. Ich brauche deine Hilfe, um hier wieder rauszukommen. Hm, okay. Wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Das ist eine lange Geschichte. Also, willst du mir helfen oder lieber erfrieren? Ich hab's nicht so mit Wintersportarten. Insofern, ich schätze mal, ich bin dabei. Was sollen wir tun? Gut. Hier in der Höhle befindet sich ein UFO. Und es gibt einen Tunnel, der nach draußen führt. Wir sollten versuchen, den Tunnel aufzukriegen und das UFO startklar zu machen. Okay, wie du meinst. Du sagst, wo es lang geht. Ich weiß nicht, was man damit macht. Das sind Anweisungen für das Gerät auf der linken Seite. Gebrauch. Der Schwerkraftregulator verändert die Schwerkraft mechanischer Objekte. Nicht für Lebewesen jeglicher Art geeignet. Kann Blasenentzündung verursachen. Ich werde mich diesem Ding keinen Schritt nähern. Ich nehme einen. Platte. Sie scheint druckempfindlich zu sein. Gut, ich stelle mich mal drauf. Rohbretter, stell dich bitte auf dieses Gerät. Okay, und jetzt bleib da stehen. Jetzt wiegt Rohbretter so viel wie ein Wal. Okay, Rohbretter, du kannst wieder runter. So, jetzt müsste der Behälter schwerer sein. Heb bitte den Behälter für mich auf. Ich stecke den Treibstoffbehälter wieder rein. Rohbretter, stell bitte den Behälter auf die Bodenplatte. Das wäre dann alles. Danke. Der gepresste Ionenkörper liegt jetzt auf der Arbeitsplatte. Gute Idee. Eine Ausstechform. Vielleicht lässt sich damit etwas machen. Sehen. Der Ionenkörper ist in der Gussform. Mal vorsichtig versuchen, ihn da rauszukriegen. So. Jetzt habe ich einen sternförmigen Ionenkörper. Hoffentlich passt er. Und das tut er. Oh, Glück gehabt. Mal sehen, was passiert. Der Strom läuft zwar, aber es tut sich dennoch nichts. Rohbretter, fahr mal auf diese Bodenplatte hier drauf. So, aktiviert.
Robretta, bleib da stehen. Kurz und knapp, wer bist du? Ich war oder bin Navigator unter dem Kommando des Crypt Generals Bragg. Und weiter? Wir waren in der Nähe von Jama Spacer unterwegs, als einer unserer Motoren ausgefallen ist. Wir sind abgestürzt und ich wurde verstaubisiert. Was kannst du mir über Rack sagen? Rack ist der Stellvertreter des obersten Befehlshabers der Crips. Aber niemand weiß, wer ganz oben sitzt. Ein Navigator also? Ja, ich kenne jede mögliche Route unseres Sonnensystems. Was ist mit dir passiert? Eine sehr gemeine Person hat mich verstaubisiert. Und wer war das? Sie ist bekannt unter dem Namen Sie. Sie gehört zu den gnadenlosesten Söldnern weit und breit. Eigentlich sollten wir sie auf Varion treffen, aber dann ist sie zu uns gekommen. Warum wurdest du getötet? Wir sollten Frachtgut abliefern, haben es aber nicht rechtzeitig geschafft. Das war dann die Strafe dafür, dass wir unseren Teil der Abmachung nicht erfüllt haben. Aus was genau bestand diese Fracht? Aus 2 Alien-Wissenschaftlern. Mehr weiß ich nicht. Gut, das ist alles, was ich wissen wollte. Gut, ich stell mich mal drauf. Sehen, was passiert. Der Tunnel hat sich geöffnet. Wir haben die Tunneltore aufgekriegt. Okay, alle bereit zum Aufbrechen? Planet Varion, wir kommen! Wir sind da. Ja. Das hier ist ein gefährlicher Ort. Es wäre wohl am besten, wenn ich mich erstmal umsehe. Ihr bleibt hier und verhaltet euch unauffällig. In Ordnung. Du weißt noch, warum wir hier sind? Ja. Wir müssen den DNA-Replikator finden und ihn zerstören. Und Captain Brawurski befreien. Ohne ihn schaffen wir es nicht. Er ist bestimmt im Gefängnisflügel. Wie kriegen wir ihn da raus? Unter dem Gebäudekomplex verläuft eine Kanalisation. Da kommt man aber nur von der Lagerhalle aus rein. Gut. Irgendeine Idee, wie man in die Lagerhalle gelangt? Ich werde versuchen, es herauszufinden.